When the student is ready, the teacher appears. Und mit diesen schönen Worten möchte ich einleiten zum heutigen Thema. Wir sprechen heute darüber, was meine Top 6 Bücher aus dem Jahr 2020 sind. Und ich möchte hier schon mal direkt sagen, erstens, die Bücher sind nicht 2020 erschienen, sondern ich habe sie nur 2020 gelesen. Zweitens, ich habe jetzt zwar 1 bis 6, aber das ist kein Ranking, die sind alle gleich geil. Drittens, es ist schwierig, so großartige Bücher in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Und viertens, ich empfehle wirklich, alle zu lesen. Und ich gebe euch jetzt eine kleine Übersicht, was das so für Bücher sind. Nummer 1 ist, zack, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, oder auf Deutsch die subtile Art des, oder die subtile Kunst des Darauf-Scheißens. Und im Prinzip geht es in dem Buch darum, wie man auf gewisse Sachen halt einfach scheißt. Für mich war das Buch eine extreme Überraschung, weil ich habe wirklich nicht viel erwartet. Das Marketing sieht relativ stumpf aus. Es war zwar auf einer Bestsellerliste, aber ich habe einfach nicht viel erwartet. Und das Buch hat mich viel, viel härter getroffen, als ich es dachte. Auch auf so einer emotionalen Ebene, weil ich mich richtig gut in den Autor so hineinfühlen konnte. Und wie schon gesagt, es handelt darum, wie man auf gewisse Dinge scheißt. Und das ist immens wichtig in unserer heutigen Welt. Guck mal, ihr habt tausende Sachen, die in euren Kopf rein wollen. Die Medien, dann Social Media, ganz viele andere Dinge, die in euren Kopf rein wollen. Mit Alltag, mit Meinung von anderen, mit Hobby, dies, das, jenes. Es gibt tausende Sachen, die in euren Kopf rein wollen. Und wir müssen entscheiden, für was wir uns nicht interessieren. Und deswegen ist es eigentlich immens wichtig zu wissen, worauf wir scheißen können. Und dieses Buch hilft dir so ein bisschen. Denn wenn du auf Dinge scheißen kannst, und das ist wichtig, dass du das kannst, wenn du auf gewisse Dinge scheißen kannst, dann kannst du auch irgendwo deinen Fokus besser auf die Dinge legen, die dir wirklich am Herzen liegen. Und dieses Buch hilft dir sozusagen, das ist eine kleine Anleitung, das Leben zu führen, was du letztendlich auch führen möchtest. Als kleines Beispiel aus dem Buch, was mir persönlich extrem gut gefallen hat, der Autor hat darüber gesprochen, dass er immer Popmusiker oder Rockmusiker werden wollte und es dann mit, ich glaube, Ende 20 oder Anfang 30 nicht geworden ist. Und dann hat er sich ein bisschen reflektiert und gefragt, warum liegt das überhaupt daran oder woran liegt das und warum ist er das nicht geworden. Und er selbst ist dann zu dem Entschluss gekommen, dass er eigentlich nur das Ziel haben wollte. Also er wollte zwar auf Bühnen spielen vor Tausende von Menschen, weil das eine geile Sache ist, aber er wollte nicht diesen Prozess dahin erleben. Das heißt, er wollte nicht eine Band gründen, wollte seine Skills nicht verbessern, wollte sich nicht um die Organisation kümmern, nicht um die ganzen kleinen Acts, die du dann als kleiner Musiker hast, bevor du überhaupt erstmal groß wirst. Darauf hat er halt keinen Bock. Und ich muss sagen, ich habe mich da so krass wiedergefunden. Ich wollte bis zum 21. Lebensjahr die ganze Zeit Fußballprofi werden und habe dann durch das Buch teilweise auch erst verstanden, dass das für mich nicht der richtige Weg ist. Ich wollte zwar immer vor Tausende von Menschen Fußball spielen, aber ich hatte keinen Bock auf Training, Taktik. Ich hasse Laufen. Also ich hätte vielleicht, oder sagen wir so, ich hätte das krasseste Talent auf der Erde haben können, aber ich hätte es vom Kopf her nicht geschafft, Fußballprofi zu werden, weil einfach die Einstellung Mist ist oder Müll ist in dem Fall. Und dieses Buch hat mir extrem dabei geholfen, sozusagen ein bisschen auf Fußball scheißen zu können. Klar, es macht mir weiterhin Spaß, aber nicht in dem Sinne, in dem ich mich dazu gezwungen habe. Denn ich habe mich wirklich dazu gezwungen und das Buch war immens wichtig, dass ich das einsehen konnte. Das zweite Buch ist Haben oder Sein von Erich Fromm. Ich habe das letztens mal in einem Video gehabt und ich muss einfach sagen, es ist einfach nur heftig, wirklich. Es ist von 1976, da wurde es das erste Mal verfasst. Und ich finde auch, bei dem Namen Erich Fromm denkt man so, das ist jetzt ein Buch von 1312, interessiert mich überhaupt nicht, was seine Meinung ist oder damals gewesen ist. Und der Typ hat einfach damals schon gewusst, wie es heute laufen wird und wie es wahrscheinlich in 10 Jahren auch immer noch laufen wird. Und das ist einfach, meiner Meinung nach ist das Buch auch ein großer Teil Gesellschaftskritik, weil in dem Buch wird darum gesprochen, dass es sozusagen zwei Identitäten gibt. Einmal die, die sich durch das Haben identifizieren, also haben Identitäten und sein Identitäten. Unterschied liegt einfach darin, dass Leute, die sich über das Haben identifizieren, da haben sie ein Auto, eine Uhr und das macht so einen großen Teil ihrer Persönlichkeit aus. Und Leute, die sich über das Sein identifizieren, haben ihre Werte, die wichtig für sie selbst sind. Und das Problem ist, wenn du dich durch das Haben identifizierst, dann kann dir das auch mit einem Wimpernschlag genommen werden. Das heißt, du kannst deinen Job verlieren, du kannst dein Auto verlieren, du fährst es zu Schrott, du verlierst deine Uhr, die wird geklaut oder was auch immer. Und dann bricht dein Selbstbewusstsein, deine ganze Identität bricht weg und du bist in einem richtig ekligen Loch. Und bei der Sein-Identität muss man einfach sagen, die Werte, die du hast, die einzige Person, die dir das nehmen kann, bist du selber.
Und da beim Sein hast du auch nicht das Problem wie beim Haben, dass du psychische Gier leidest. Das heißt, beim Haben willst du dich auch immer steigern. Das ist halt ganz normal. Du willst ein Auto, dann willst du ein größeres, dann willst du ein größeres, dann willst du noch eine Uhr dazu, dann willst du ein Haus, einen cooleren Job, eine coolere Frau oder sonst irgendwas. Denn die psychische Gier kennt leider keine Grenzen und beim Sein hast du dieses Problem einfach nicht. Durch dieses Buch muss man ein bisschen Kritik an sich selber ausüben, was ich persönlich sehr wichtig finde, und deswegen ist es für mich auf jeden Fall auch eins der Top 6. Vor allem, ich musste das auch zweimal lesen, weil beim ersten Mal war ich irgendwie nicht im richtigen Mindset, im richtigen Mental Frame, um diese Informationen aufzunehmen. Wie ich immer sage, when the student is ready, the teacher appears. Und beim ersten Mal lesen war ich definitiv nicht ready für die Message, die mir das Buch da geben wollte. Die Psychologie des Überzeugens von Robert B. Cialdini. Ich muss einfach mal sagen, direkt vorab, das Cover des Buches kriegt direkt erstmal einen Abzug. Zieht euch das mal rein, wie unattraktiv das aussieht. Ich glaube, ich hätte dieses ganze Cover attraktiver schon gestalten können. Deswegen, das Marketing ist eher so lala. Aber dafür ist der Content im Buch wirklich extrem gut. Wie der Titel schon sagt, ist das ganze Buch auch einfach das Programm. Es geht um Psychologie, es geht um Überzeugen. Und ich finde, bei Überzeugen oder Beeinflussen, das trägt so eine negative Konnotation mit sich. Also das hat irgendwie so eine schlechte Bedeutung in unserem Kopf. Wir hören beeinflussen und denken direkt an was Negatives. Aber im Prinzip, wenn ihr mal auf einem ersten Date wart, und ich denke, das war jeder von euch vielleicht schon mal, dann werdet ihr wissen, dass wenn die Person euch gegenüber gefällt, dann wollt ihr die Person beeinflussen. Und zwar, dass sie euch mag. Und im Prinzip ist das einfach... Also es gibt sehr, sehr viele Strategien in dem Buch, wie ihr diese Dinge erreichen könnt. Jetzt nicht speziell auf Dates bezogen, sondern eher im Alltag, wie ihr dazu bekommt, dass Leute das tun, was ihr wollt. Das kannst du natürlich auch negativ benutzen, aber ich appelliere an euch, das natürlich nur im positiven Sinne zu nutzen. Das ist nämlich auch sehr gut, wenn die Probleme der Leute primär in ihrem Kopf existieren, so wie beispielsweise Blockaden, dann kannst du diese Strategien sehr gut anwenden bei diesen Leuten. Dann funktionieren die super, super, super gut und du kannst bei den Menschen so Geiles bewirken, obwohl du sie beeinflusst, was ja theoretisch was Schlechtes ist. Im Prinzip ist es aber in dem Fall natürlich nur was Gutes, und wenn du damit Leuten helfen kannst, kann man natürlich nicht meckern. Das vierte Buch ist Warum der Mensch glaubt von Martin Urban. Und alle Atheisten unter euch, also die Leute, die nicht religiös sind, die sollten das Buch auch vielleicht lesen, um sich bestätigt zu fühlen. Oder falls ihr euch bestätigt fühlen wollt in eurem Atheismus, dann kann ich euch das Buch auf jeden Fall ans Herz legen. Es ist nicht so, dass die ganze Zeit darauf rumgehackt wird, dass Religion Blödsinn ist und sonst irgendwelche Dinge, sondern es wird sachlich an die Sache herangegangen. Es wird versucht, so objektiv die Sache zu sehen wie möglich. Ich weiß nicht viel über den Autor. Ich weiß nicht, ob er selber bekannter Atheist ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, bei dem Buch, dass es so ist. Aber es wird im Prinzip einfach rein sachlich, ich sage jetzt mal ein bisschen auseinandergenommen, was die religiösen Schriften sagen, wie sie sich vielleicht widersprechen, was nicht wirklich Sinn ergibt. Dann wird natürlich auch noch auf die transzendente Ebene eingegangen, also die Ebene mit übernatürlichen Erlebnissen, wie dass ein Engel gekommen ist zu irgendeiner Person und der das erklärt hat. Und dafür werden dann verschiedene Lösungsvorschläge angeboten. Also mir hat das Buch extrem gut gefallen. Um mal ein Beispiel zu geben, wie diese religiösen Schriften auseinandergenommen werden, möchte ich einmal kurz was vorlesen. Das Markus-Evangelium, etwa 50 Jahre nach Jesu Tod aufgeschrieben, wurde verfasst, als die darin genannten Zeugen längst tot waren und nicht mehr hätten widersprechen können. Es gibt einfach gewisse Dinge in der Bibel, die wurden überliefert, die wurden durch mehrere Sprachen übersetzt. Und ihr kennt das selber mit diesen Videos auf YouTube, wo Sachen 50 Mal übersetzt wurden. Da gibt es einfach Fehler. Da wird natürlich darauf eingegangen und auf diese transzendenten Dinge. Denn oft in den ersten Kapiteln wird viel über Gehirnfunktionen besprochen, weil Menschen ja sehr häufig Muster sehen, wo gar keine sind, oder Gesichter sehen, wo gar keine sind. Also unser Gehirn macht sehr vieles automatisch und wir bemerken das nicht. Und deswegen wird in den ersten Kapiteln auf das Gehirn eingegangen. Also wenn du Theist bist oder Atheist bist oder was auch immer, dich aber trotzdem für das Gehirn und die Psychologie dahinter interessierst, kann ich dir das Buch auf jeden Fall auch ans Herz legen. Buch Nummer 5 ist Die Psychologie sexueller Leidenschaft von David Schnarch. Ich glaube, das ist eins wirklich meiner Favorites, meiner All-Time-Favorites bisher. In dem Buch geht es im Prinzip darum, falls ihr euch jetzt schon erschreckt, jetzt will Heller über jemandes Sexleben erzählen. Nein, ich möchte einfach darüber sprechen, wie die Psychologie in einer Beziehung funktioniert oder wie sie funktionieren sollte. Und David Schnarch ist in diesem Buch einfach so, ich sag jetzt mal, vertreten zu 10% geht er auf Sex ein, zu 90% eigentlich Psychologie, Intimität und die ganzen Dinge. Also es wird nicht viel über Sex geredet, falls ihr da jetzt irgendwie Angst habt, das zu lesen deswegen oder so. Es ist nicht irgendwie cringe oder so, sondern es wird sehr viel über Gehirn und Psychologie dahinter geredet. Ich möchte das Ganze mit einem Beispiel erklären. Stellt euch vor, ihr seid eine Frau, ihr seid abends in einer Bar, ihr schaut nach links.
Plötzlich merkt ihr, wie sich eine Hand nähert und an eurer Oberschenkelinnenseite euch berührt. Nun schaut ihr nach rechts. Was seht ihr? Ihr seht euren Partner. Eure emotionale Reaktion wird vermutlich eher positiv sein. Vielleicht ist es erotisch, vielleicht ist es romantisch, was auch immer, aber eure Reaktion wird vermutlich positiv sein. Nun dieselbe Situation noch einmal. Ihr schaut nach links, ihr merkt, eine Hand nähert sich. Ihr wisst natürlich nicht, wer das ist. Dreht euch um, es ist ein Wildfremder. Ein wildfremder Typ sieht vielleicht nicht so nett aus. Was ist eure Reaktion? Nicht dieselbe. Obwohl sachlich gesehen die Berührung eures Körpers genau dasselbe ist, also identisch ist, ist eure emotionale Reaktion was komplett anderes. Und dabei geht es sozusagen in diesem Buch, dass die Psychologie, die Intimität, das wird alles von unserem Kopf bewertet. Die Situationen werden immer von unserem Kopf bewertet. Das heißt, Sexualität macht sich oder ergibt sich nicht nur durch das Körperliche, sondern ganz, 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 ganz viel durch das, was im Kopf passiert. Und darüber spricht er. Er spricht natürlich darüber, wie man den Sex verbessern kann, aber allgemein auch die Intimität einer Beziehung. Die werden auch alle, diese ganzen Aspekte werden auch alle beleuchtet. Und deswegen muss ich sagen, das hat mich sehr aus diesem jugendlichen Sexdenken rausgeholt. Ich beschreibe dieses jugendliche Sexdenken mal, dass Sex aus Reibung besteht, hat mir dieses Bild weggenommen und dieses Buch hat mich eher dazu gebracht, dass es wirklich um Intimität geht, um wirklich schöne Momente und nicht nur dieser Reibungssex, kann man so sagen. Mega geil, kann ich mega empfehlen. Und wir haben nochmal Nummer 6 für euch. Aufmerksame Zuschauer werden das Buch aus den letzten Videos vielleicht auch kennen. Es ist Atomic Habits von James Clear. Auf Deutsch heißt es die 1% Methode. Und in dem Buch geht es ganz, ganz, ganz stark um Routinen. Routinen sind der Grundbaustein unseres Lebens, machen ungefähr 80% aus von dem, was wir machen im Alltag. Und im Prinzip ist es einfach das Wichtigste, was wir tun. Denn hätten wir diese Routinen nicht, müssten wir bei jeder Tätigkeit, bei jeder Handlung nachdenken, wie wir sie vollführen. Beim Kaffee machen, beim Autofahren, beim Schuhe binden. Und dadurch, dass wir diese Routinen haben und einfach auf Programm klicken können, Programm abspielen klicken können und nicht jedes Mal nachdenken müssen, bei jeder einfachen Handlung, wie wir die Handlung vollführen, haben wir natürlich eine große Ersparnis an mentaler Kapazität. Und diese mentale Kapazität können wir für wichtige Dinge oder für, ja, ich sag jetzt mal, schwierigere Handlungen nutzen. Das heißt, Routinen machen uns irgendwo frei, erleichtern auch irgendwo natürlich das Leben, auf jeden Fall. Und in dem Buch wird das extrem gut beleuchtet, also wirklich, wirklich verständlich beleuchtet. Und natürlich auch, wie man gute Routinen aufbaut und wie man schlechte Routinen abbaut. Als Fazit kann ich sagen, ich habe im Jahr 2020 38 Bücher gelesen, das sind die 6 besten davon. Ich packe euch die Links unter das Video in die Video-Description. Und es ist nicht so, dass ich an den Büchern verdiene, wenn ihr euch die kauft. Ich möchte einfach nur zeigen, wie das Cover und so aussieht, dass ihr nicht das Falsche kauft. Wie gesagt, ich verdiene an den Links nichts. Wenn ihr mir irgendwie danken wollt, dann schreibt mir in ein paar Monaten oder Wochen, wenn ihr euch die Bücher geholt habt, und schreibt mir da irgendwie eure Dankbarkeit, wie diese Bücher euer Leben verändern konnten. Wirklich, das sind so simple Bücher, die sind so geil erklärt, die versteht jeder. Und ich würde mich einfach nur sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen wollen würdet, dass ihr mir einfach schreibt, yo, das Buch fand ich richtig geil, das hat mir richtig Spaß gemacht, das zu lesen. Mehr möchte ich gar nicht, das ist schon Dank genug für mich, wirklich, das ist Dank genug für mich. Und dann bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Peace.